Ende der 80er Jahre hatte der Brite Michael Edwards einen Traum. Ich werde olympischer Skispringer. Das ist doch ein Scherz, oder? Dad, ich fange jetzt nicht mit Ballett an. Es ist immer noch Skifahren. Nur ein bisschen höher. Nenn mir einen, nur einen britischen Skispringer. Mich. Eddie Edwards. Als Eddie the Eagle begeisterte der Junge mit der dicken Brille bei den Olympischen Spielen in Calgary die Zuschauer. Denn wenn Eddie eins nicht konnte, dann war es Skispringen. Na, alles in Ordnung? Ja, bestens, bereite mich nur vor. Hab das noch nie vorher gemacht. Könntest du mich anschubsen, bitte? Anschubsen? Das ist deutlich höher, als ich erwartet hatte. Und dennoch wird Eddie zum Star, eben weil er für eine Sache kämpft, die aussichtslos ist und weil sein Trainer Perry an seinen Schützling glaubt. Ich brauche einen Trainingssprung. Was musst du wissen, was du nicht schon weißt? Es ist höher als alles andere bisher, du wirst schneller sein als bisher und du wirst weiter fliegen, als du dir überhaupt vorstellen kannst, aber es ist nur ein Sprung. Mit viel Witz, Charme, 80er-Jahre-Flair und einer grandiosen Besetzung mit Hugh Jackman und Taron Egerton ist Eddie the Eagle, Alles ist möglich, ein wunderbarer Film über einen Außenseiter, der das olympische Motto lebt. Dabei sein ist alles. Du bist wie Kaugummi unterm Schuh, du gibst nie auf. Willst du jetzt aufgeben? Bei den Olympischen Spielen? Das ist dein Moment. Du bist Eddie the Eagle, Mann. Nina Liebold, Kinoredaktion.